Ich schaffe das vielleicht schon um, das erzählt er mir so. Sicher. Mach ich noch immer drin. Was ist das? Was für wer ist das? Was für was ist das? Was das da ist? Nein. Die Kamera zu bedienen. Das ist für welche? Für die, die noch da drinnen ist. Von der zweiten Mikro. Mein Vater muss die zweite bedienen. Nein. Hä? Ja. Stunde, etwa anderthalb Stunde. Wieso? Hä? Wieso? Du musst dich filmen. Mich? Ja. Wieso? Hä? Ja. Wieso? Hä? Wieso? Weil ich dich filmen will. Darum haben wir es aufgeschrieben. So einen kleinen Augenblick, dann sagt er gerade wieso. Darum ist das schon so schwer, weißt du? Aha. Nein, bleib ich. Sieht man es wieder nicht, das ist ein Zeichen. Kennst du den Bär dort oben? Ja. Mal fertig. Ja. Hä? Hä? Wie heisst der? Jesus. Du hast dir doch schon lange mal gewünscht, dort oben runterzufliegen, oder nicht? Ja. Ja. Kannst du nachher nicht gehen. In 50 Minuten fahrt das Bärchen. Spinnst du? Nein. Wieso? Nein. Der Vater bringt die Kleider. Nein, so ein Witz. No, mit so einem Witz, Schatz, hast du heute Nachmittag gerade fliegen. Ich nicht. No, siehst du, es kommt der Führer der Wiese. Siehst du denn? Ja. Im vierten Lachs ist einer parat zu müllen am Ding, bei der Eisenbahnstation. Nein, jetzt aber ohne Witz. Da kann ich noch wenigstens noch gut sagen, ich will mal abspringen. Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt ohne Witz. Wieso? Was? Wieso? Was, wieso? Wieso? Weil ich das organisiert habe, also Vater hat es organisiert. Die Mutter muss nicht arbeiten, gell? Mal, die Mutter muss arbeiten. Die Mutter muss arbeiten, aber Vater kommt jetzt auf Müllen mit Kleidern. Steigen zu Müllen aus. Und dann gehen wir miteinander auf den Riesen und du fliegst nachher oben runter mit deinen Delta-Säck. Und Vater tut mit der zweiten Kamera die Landung filmen. Das Futter genau? Nein, ich weiss nicht, wo er landet. Was sagt er denn? Glaubst du nicht? Nein. Darum musst du jetzt sagen, willst du die Linsen anhalten oder sonst musst du sie nachher rausnehmen. Es ist ja kein Witz, Schatz. Ich weiss nicht, wie es funktioniert. Eben in die Brille rein. Eine Sonnenbrille. Eben, kannst du die Sonnenbrille wahrscheinlich anlegen. Du musst ihn nachher fahren. Fragen. Das sollte eigentlich heute machen. Ja, eben. Nein, darum sagen. Ich komme zu einem Meer. Einfach zum Jubiläum, weil du dir das schon lange gewünscht hast. Mal gewünscht, das auch schon. Ja. Kannst du dir nachher erzählen? Dann kannst du auch gehen. Kannst du auch mal gehen. Ja, ist es ein Delta-Segler oder ein Luftballon? So ein Fallschirm. Fallschirm? Ja.
Glaubst du nicht? Wohl, doch nicht jetzt schon. Das ist ja Kindheit. Du hast dir das gewünscht und ich habe es meinem Vater schon lange habe ich das gesagt. Und das ist die Überraschung, wenn ich gesagt habe für die Ferien. Und weil du dir gewünscht hast, dass wir zweimal in die Ferien gehen, habe ich es jetzt vorgezogen auf das Wochenende. Ja, aber... Was? Ja? Das wäre gewesen. Ja? Wieso hörst du das jetzt? Weil wir jetzt raufgehen. Ja. Habe ich es jetzt raufgezogen, weil... Er tut lieber am Morgen fliegen. Ja. Am Morgen fliegen. Und jetzt habe ich den Vater angefragt, die Woche angefragt. Der Vater hat mit ihm geredet und er sagt, ja, er mache es. Wir müssen einfach, darum habe ich gesagt, wir müssen 14:15 müssen wir zu Müllen sein. Im 34 fährt das Band rauf. Der Vater bringt die Kleider und andere Schuhe. Nächster Halt, Spiez. Reisen Sie nach Interlaken und Zweisimmen werden gebeten umzusteigen. Prochain arrêt, Spiez. Les voyageurs à destination d'Interlaken et de Zweisimmen sont priés de changer de train. Du musst für Interlaken und Zweisimmen, please change. Also Maya weiss es, Moritz weiss es, Badus weiss es. Und dann kannst du uns von erzählen, von mir ist das nicht gut. Das ist überraschend. Weil wir morgen 16-jährig sind, wir da haben. Ja. Glaubst du das immer noch nicht? Dann passt der Zug. Mutter weiss es auch. Mit dem ja, Flügel? Sicher. Hä? Mit dem Flügel? Ich weiss nicht, aber Meier heisst er. Ich weiß, was heisst der Meier. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie ich gemeint habe. Meier.
So, ich werde mal hier auslegen. Ich könnte noch ein bisschen warten hier, wo es Leben ist. Wir machen dann sämtliche Leinen, Büscheln, dass keine Knöpfe sind.